Okay, und guten Morgen, Freunde, wo immer ihr seid. Willkommen zu Tag 3 meiner Auswahl von 30 für mich großartigen Metal-Scheiben der 80er Jahre. Und ich habe es schon mal erwähnt für alle diejenigen, die da zugucken und vielleicht die älteren Sachen nicht geguckt haben, die älteren Sendungen nicht angeschaut haben. Ich habe schon über vieles geredet hier und über viele Scheiben aus den 80ern, die ich jetzt natürlich dann hier nicht reinnehme. Ich habe über die Master of Puppets gesprochen, ich habe über Venom ein Special gemacht, ich habe über Warfare geredet, über quirky Sachen wie Widow oder Full Moon schon geredet, Leather Nun zum Beispiel. Das wäre auf jeden Fall ein Album, was in meinen Top 30 wäre. Also ist es ein bisschen so ein Cheating, ne? Also ich rede jetzt über weitere 30 Alben, die ich euch jetzt in diesem Sommer-Special, in diesem launigen Juli vorstelle. Und es ist mit Klassikern, die ihr alle kennt, die wir alle kennen, aus dem FF kennen, die jeder Metal-Fan aus dem FF kennt, immer ein bisschen schwierig, weil man denkt, meine Güte, es kennt doch jetzt wirklich jeder. Was soll man denn überhaupt, was soll ich dem Krempe jetzt zuhören, was er da noch zu sagen hat? Death Leprosy ist heute auf dem Programm und es ist das zweite Album der Death Metal Legende. Und ich muss euch jetzt da auch nicht mit der Geschichte von Chuck Schuldiner, langweilen. Ihr kennt das alle, der tragische Tod 2001. Das Album kam 1988 raus und das war so da war der Thrash Metal zwar noch am Rennen, aber man hat schon gemerkt, dass der Stern langsam sinkt, beziehungsweise dass die ganzen Thrash Metal Kandidaten in eine andere Richtung träufeln. Na, es gab klar, es gab 88 noch Dimension Hatred von Voivod, aber zum Beispiel Slayer, die hatten da ihr South of Heaven rausgebracht. Ich mag South of Heaven, aber damals haben wir alle ganz komisch aus der Wäsche geguckt, weil das ja das Album nach Rain in Blood war und wir hatten alle ein bisschen was anderes erwartet. Es kam South of Heaven, kein schlechtes Album, aber nicht das, was wir von Slayer erwartet haben. Metallica mit Injustice for All, Death Angel mit Frolic Through the Park, jetzt auch nicht so. Also der Thrash Metal hatte ein bisschen Schwierigkeiten. Also während sie den kompletten Lauf hatten, so von 84, 85 steil nach oben, war 88 ja, schon 87, als Death rauskam mit Scream Bloody Gore. Scream Bloody Gore von Death hat eben noch diese Thrash-Elemente. Man merkt einfach, dass der Death Metal aus dem Thrash sich herausentwickelt hat und dass viele Musiker das Gleiche gesehen haben, wie das, was ich jetzt euch sage. Dass der Thrash Metal irgendwie stellenweise in irgendeine Richtung wollte, ins progressive Lager oder ins kommerziell erfolgreichere Lager. Und da wollten viele junge Metalheads eigentlich nicht hin. Die wollten das extrem. Die haben gesagt, nee, wir wollen nicht diese lahmarschigere Schiene, die dann Slayer gegangen sind, auch wenn South of Heaven geil ist, sondern die wollten einfach dieses misanthropische, dieses hasserfüllte, dieses laute, dieses unwirsche und Metalhead. Haftig, die Metalhead-Haftigkeit einfach weiterführen und so weiter. Und die nahmen dann die schnellen und harten Passagen des Thrash Metal und vielleicht die Symbolik des Bösen ein bisschen aus der sogenannten First Wave Black Metal und haben was Neues da kreiert. Und es gibt dann eben auch, das kennt ihr ja, den Streit oder beziehungsweise nicht den Streit, die Diskussion, wer war zuerst da, Possessed oder Death. Und das ist eigentlich fast egal, weil klar, Possessed haben mit dem Demo Death Metal, die haben den Namen irgendwie geprägt, aber die Band Death heißt eben Death. Also Death Metal liegt ja nahe. Und Possessed haben mit ihren Seven Churches, natürlich gehört das schon in das Aufbegehren des Death Metal rein, aber Possessed ist noch sehr, sehr, sehr. Irgendwie hängt noch sehr, sehr am Tropf des Thrash, des räudig gespielten Thrash. Vielleicht Venom auf Acid irgendwie so ein bisschen. Während Chuck hier und schon auf der Scream Bloody Gore gezeigt hat, dass er irgendwie was anderes in der Pistole hat. Er hat irgendwas anderes in der Leitung gehabt. Und spätestens bei Leprosy es ist immer noch, also jeder hat ja von diesen sieben Alben von Death, kann man wirklich jedes genießen. Und jeder hat ja ein anderes Lieblingsalbum wahrscheinlich von Death, weil sie alle sieben hervorragend sind. Die spätere Phase ist natürlich hauptsächlich geprägt von diesem Progressiv, von diesem Tech-Thrash-Einschlag, den ja Chuck irgendwie auch mit aufgebracht hat. Aber hier sind sie noch, ja, sie haben auch noch hier leichte Eidotter vom Thrash-Metal, aber hier kann man nicht mehr, hier kann man eigentlich schon vom reinen Thrash-Metal
erster neugeborener Stunde sprechen, während bei Scream Bloody Gore und eben auch bei Possessed Seven Churches das noch nicht so richtig der Fall ist. Hier zum Beispiel dieses Growling im Mid-Tempo-Bereich, dieses aggressive Growlen, das wirklich State of the Art ist, bevor der Death Metal dann in den 90ern viel, viel dunkler ging und dann mit dem Grindcore und dem Gore-Grind sich ein bisschen vermischt hat, was ungefähr zur gleichen Zeit ja aufkam. Ne? Die jungen Musiker, die haben nach Extremen gesucht, haben gesagt, na, das Thrash-Metal-Ding, das ist sonst, das muss weiter gehen. Da muss noch mehr drin sein. Die Gitarren müssen tiefer klingen und auch das Schlagzeugspiel hier ist allerbrutalst. Und für mich ist es, also ist es auch schwer. Ich mag jedes einzelne Album von Death, aber das hier ist aus Gründen mein Lieblingsalbum und da hatten wir es eben, was die ganze Serie irgendwie begleitet, ne? Die Prägephase. 1988 war für mich, als dieses Album rauskam, so eigentlich 87 und 88 Death. Was bei meinem Leben da so vor war, da war ich auf der Straße gestanden. Ich hatte eine Freundin und die Freundin, die lebte bei Eltern oder beziehungsweise bei ihrer Mutter und die konnte mich nicht leiden, deswegen durfte ich bei ihr nicht im Zimmer pennen. Und da war ich kurzfristig auf der Straße. Ich hatte eine Band, damals hatte ich eine Band, Seth hieß die. Das ist nicht so, wie man heute Bands hat. Ne? Das war eine ganz andere Zeit. Wir hatten keinen Schlagzeuger, wir hatten einen Bassisten, wir hatten zwei Gitarristen und der Sigi, unser Bassist, das war ein Studio-Bassist, der hat Geld verdient mit Jingles machen und so ein Zeug. Der hat sich ein Haus gekauft für 80.000 Mark damals. Das war in Buchen, Hettingen, Odenwald, falls das jemand kennt. Der hat sich ein Haus gekauft, 80.000 Mark war so eine Abbruchhütte, da hatten wir dann unseren Proberaum da. Und da durfte ich auch ab und zu mal schlafen. Ich schlief also im Proberaum. Nach den Proben bin ich einfach mit meinem Schlafsack da geblieben. Und ich weiß noch, ein Weihnachten, ich glaube, das war Weihnachten, 87 auf 88 oder was, Ende 87, glaube ich, da war ich auch, dummerweise hatte ich Weihnachten nichts zu tun, wir hatten Weihnachtsprobe, ich habe mich ordentlich beömmelt und er brachte mir dann heimlich, weil er gegenüber gewohnt hat bei seinen Eltern, brachte mir heimlich noch die Überreste des Weihnachtsfestmahls. An Alkohol hat es mir nie gemangelt, Wein, Schnaps, alles war da und da lag ich halt im Proberaum und habe meinen Weihnachten gefeiert. So, ich habe damals Death gehört, Death und, wie hießen sie? Ach, was weiß ich, jetzt fällt es mir nicht ein, das Rising from the Sea, wie heißen sie denn jetzt, die deutschen Thrasher? Bin ich jetzt blöd? Rising from the Sea? Und gut, auf jeden Fall habe ich einen Haufen Thrash-Metal gehört und hauptsächlich aber Death. 87 noch Scream Bloody Gore. Und das war so die Phase, 87, 88, wo ich irgendwie ein bisschen so Schwierigkeiten hatte, bevor ich dann nach Walldüren gezogen bin, ebenfalls im Odenwald und mit meiner damaligen Freundin eben zusammen. Das war eine Metal Queen auch. Die war wirklich auch auf Metal und die hat eine Wohnung dann und hat mich dann zu sich gebracht und dann ging das mit dieser Obdachlosigkeit wieder weg. Und dann habe ich einen Job ergattert bei der Müllabfuhr. Und da war ich fit wie ein Turnschuh. Immer neben dem Wagen her joggen und ich habe das wirklich so als Gymnastik gesehen, so als Sport. Ne? Und ja, das war die Phase, wo ich Death gehört habe. Und mir ging es ja auch so. Die ganzen Thrash-Metal-Bands, Metallica war für mich raus nach Cliff Burton, Slayer hatten South of Heaven. Die ganzen Thrasher haben mich ein bisschen enttäuscht. Und dann war genau das Richtige, wo wir gewusst haben, okay, aber das bedeutet nicht, dass der Metal am Ende ist. Wir kriegen was Neues. Death-Metal war am Start. Und für mich ist dieses Album hier, das ist, ich meine, klar, wir haben am Anfang bei Autopsy, habe ich ja schon mal gesagt, ist eine meiner liebsten Death-Metal-Bands. Und der Chris Reefert, der hat auf der Scream Bloody Gore noch gespielt und ist dann hier raus. Also eigentlich war die Scream Bloody Gore nur ein Zweimann-Projekt. Das war eben Chuck Schuldiner und der Chris Reefert am Schlagzeug. Und auch hier ist es im Endeffekt, wenn du denkst, jetzt tun wir mal das Ding hier raus, wurschteln. Hier das geile Cover natürlich auch von Ed Repka, der ja auch viel Megadeth-Sachen gemacht hat. Ich komme nicht auf den Namen. Rising from the Sea. Wie heißt denn diese Thrash? Herrgott nochmal, ihr werdet es mir jetzt gleich sagen. Also hier, das sieht immer so aus, als wäre das eine Band. Auch auf den Fotos von Death sieht es immer so aus, als wäre das eine vollwertige Band. Aber Death war nie. Die haben auf jedem Album eine andere Besetzung gehabt. Chuck hat den Musikern vertraut. Der wollte nur mit Session-Musikern zusammenarbeiten. Und hier steht eben Chuck Schuldiner, klar. Bill Andrews zum Beispiel am Schlagzeug. Der hat den Chris Reefert ersetzt. Und Bill Andrews ist dann zu Massacre. Auch eine geile Band. Also das From Beyond. Das erste Massacre-Album. Das ist auch richtig, richtig saugeil. Hört sich aber an, als wäre es Death. Und der Rick Ross, der Gitarrist, der hier dazugekommen ist, der
Ist auch zu Massaker. Also Massaker und Death, das sind so, Massaker ist im Endeffekt Death ohne Chuck, kann man irgendwie sagen. Aber es sieht immer so aus, als wäre es eine Band. Hier wird auch noch Terry Butler genannt am Bass, aber der spielt ja gar nicht. Und so ist es im Endeffekt ein Chuck-Ding mit Bill Andrews und hier jetzt den Rick Ross. Und naja, hier, das Cover, wie es ausgesehen hat, als es noch gezeichnet wurde, also der Entwurf sozusagen. Also ich finde, dieses Album ist einfach grandios. Es ist eine Fortführung vom Sound her von Scream Bloody Gore, also wenn man so will, während Chuck ja dann einfach mit Spiritual Healing in den 90er Jahren, also 1990, dann, wo man gemerkt hat, dass die progressiven Elemente immer mehr zunehmen, die technischen Finessen immer mehr zunehmen, aber es war schon alles da. Es war auch auf der Scream Bloody Gore schon alles da. Das hier ist ein richtiges Brett, das anfängt mit Leprosy. Und ich weiß es nicht. Natürlich ist dieses Album nicht fehlerfrei. Viele sagen, das hat im Gegensatz zu späteren Alben ist hier ein viel, viel schlechter, eine viel, viel schlechtere Produktion am Start. Und das mag schon stimmen. Aber Produktionen, da habe ich ja auch schon was dazu gesagt. Ich mag diesen Charme dieser Produktionen und dieser, dass man sich auch nicht scheißt, noch ein bisschen Fehler drin zu lassen, nicht auszumerzen und so weiter. Und man kann jetzt sagen, das Songwriting ist vielleicht jetzt hier nicht so stark ausgeprägt wie auf den anderen Scheiben dann von Death, aber diese Mittelpassagen, ne, es beginnt mit fetten Riffs, diese Rhythmusverschiebungen sind schon alle da und diese sogenannten Bridges. Du hast eben den Chorus. Der Chorus passt immer, du hast die Strophe, du hast den Chorus und dann kommt immer dieser geile Break und diese Breaks werden so richtig. Das war bei Possessed übrigens auch schon so. Du hast dann diese geilen Gitarrenbreaks mit völlig anderen Riffs und das hat den Death Metal der ersten Stunde für mich auch ausgemacht. So bei Leprosy, geiler Break drin und hier natürlich bei Primitive Ways auch, wo plötzlich dieser super und das Schlagzeug, das ist so dominant und humpelt nach vorne. Es ist eigentlich noch ein Thrash-Schlagzeug, das ist nicht das, was die Death-Metaler dann alles später irgendwie wirklich rausgeholt haben aus ihrer Kiste. Primitive Ways, du hast, ja, Pull the Plug ist wahrscheinlich das berühmteste oder eins der berühmtesten. Das hat schon fast eine Death-Doomige Anleihe, weil eigentlich ist das Album wirklich auf Vollspeed angelegt. Also es ist ein geschwindes Album, aber durch die zahlreichen Breaks und immer wieder noch einen neuen Riff aus dem Ärmel geschüttelt, wirkt es stellenweise gar nicht so, beziehungsweise es wirkt dadurch aufregend, dass es eben so ist. Über Chucks Gesangsleistung kann man sich natürlich streiten. Man muss es mögen. Das ist richtig. Es kommt eben, weil es in den Mitten ist, kommt es viel, viel aggressiver als spätere Bands, die dann ins tiefe Growlen gegangen sind, weil es eben die Mitten kommen halt einfach klarer raus, harscher raus und viel, viel aggressiver raus. Chuck wollte den Death Metal natürlich verlassen mit Control Denied, was er schon am Start hatte. Hätte er den Death Metal wahrscheinlich eindeutig in Richtung Progressiv Metal, den er ja, den Death Progressiv, den Prog Death, den hat er ja, den Tech Thrash oder wie immer der es nennen wollt, den hat er mit erfunden oder mit auf den Weg gebracht. Aber er hätte, ich glaube, das Death Metal Genre komplett hinter sich gelassen. Er wollte ja auch nicht mehr diese Growling, der wollte ja Clear Gesang haben für Control Denied und so weiter. Wer weiß, was geworden wäre. Aber auf jeden Fall trotzdem ist Death natürlich, oder Chuck ist der Pate, er ist sozusagen der Meilenstein, unabhängig davon, was Possessed und Necrophagia und so weiter, was da schon rumgeschwommen ist und vielleicht Proto-Death dann vielleicht bei Celtic Frost und bei den First Wavern der Black-Metal-Szene irgendwie schon am Start war, ist hier ein völlig neues Musikgenre entstanden und es war noch nicht voll ausgearbeitet, aber es ist ein absoluter Meilenstein und manche sagen sogar, es ist eines der besten Metal-Alben aller Zeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber was ist dann mit dem Spätwerk von Death? Aber ich finde diesen Charme, also für mich ist es auch, es ist eins mal, ich mag alle, ich habe es gesagt, ich mag alle sieben, aber das ist schon, zu diesem Album habe ich eine besondere Verbindung und ich weiß nicht, ob die nur daran liegt, weil ich eben weiß, was ich zu der Zeit gemacht habe und das mir sogar sozusagen den Arsch gerettet hat. Wenn es dir nicht, du wisst ja, wie das ist, wenn es einem scheiße geht, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es eine Scheibe, eine Band, die kommt zu dir wie ein teuflisch geflügeltes Wesen, nimmt dich in die Arme, in die stachlichen Arme und rettet dich. Und da sind wir wieder beim Thema. Metal rettet Leben. Und ich glaube, das müssten man auch mal irgendwie feststellen. Ich meine, das liest man auch oft. Manche Leute berichten davon, Metal saved my life. Und dann erzählen sie ihre Geschichte, wie das so kam.
Und das wäre doch mal interessant, wirklich, das mache ich jetzt natürlich nicht. Ich bin ja nur jemand, der jetzt hier auf der Couch sitzt. Aber sowas wäre zum Beispiel auch mal eine sehr interessante Doku-Reihe, wo die Leute sagen, wie vor der Kamera, wie Metal ihr Leben gerettet hat. Nicht einfach nur, ich bin ein Metalhead geworden, sondern wie die Musik, ich habe sie entdeckt und sie hat mir gefallen, sondern tatsächlich diese viel, viel ernsthafteren Themen, was der Metal eigentlich kann, was keine andere Musikrichtung kann. Das habt ihr jetzt als Schlusswort. Heute Tag 3, Death, Leprosy. Habe ich irgendwas vergessen? Wollte ich noch irgendwas sagen? Nee, ich wollte nichts sagen. Ich habe alles gesagt, was man zu diesem Album jetzt sagen kann. In Voraussicht, dass ihr das natürlich kennt. Und wenn jetzt wirklich jemand da sitzt und dieses Album nicht kennen sollte, dann frage ich mich, warum? Also dann muss ich mich wirklich fragen, warum? Dann kann es ja sein, dass jemand die Sendung mit der Maus anklicken wollte und dann zufällig hier auf Allgäu gelandet ist. Nein, dieses Album kennt natürlich jeder. Ich wünsche euch mit diesem Album und bis wir uns bei Teil 4 wiedersehen, guten Rock ins neue Jahr. Keep on rockin', rutscht gut rum. Ciao.